Freunde, könnt ihr auch das schöne Wetter riechen? Freunde, ich habe euch gefragt auf Instagram. Ich habe euch gefragt, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Nein, ich habe euch gesagt, ihr sollt mir Fragen stellen, damit ich mal endlich ein vernünftiges FAQ-Video machen kann. Eure Fragen waren gar nicht so unnötig wie letztes Mal. Ich habe das Video schon mal versucht aufzunehmen, aber irgendwie fand ich das scheiße, deswegen habe ich es nicht hochgeladen. Und jetzt beantworte ich einfach die Fragen vom letzten Mal. Ich habe mir die nämlich in meiner absolut geilen Notizen-App aufbewahrt. Beantworte ich euch in diesem Video gleich einfach mit. Und ich möchte jetzt auch gar nicht zu lange drumherum quatschen. Fangen direkt an mit euren Fragen. Fangen wir erstmal mit der ein bisschen unnötigeren Seite an. Wie viel PS hat ein Pferd? Alex, ich weiß ganz genau, dass du damals diese Frage gestellt hast. 16 bis 20. Mein Blog-Setup oder Vlog-Setup. Also ich benutze die Hero 7 Black zum Aufnehmen. Ich habe mir dann einfach von Amazon irgendwelche Helmhalterungen mit 3M-Klebepads bestellt. Habe das dann halt an die Seite hier dran gemacht. Ja, und ihr braucht aber und ich habe das Mikrofon im Helm drinne. Ihr braucht unbedingt für die Hero 7 und 8, glaube ich, auch so einen Mikrofonadapter. Ich weiß nicht, ob das für die 8 ist. Auf jeden Fall für die 7 braucht ihr so einen Mikrofonadapter. Den schließt ihr an die GoPro an. Und dann daran das Mikrofon. Ich weiß nicht. Moji hat da mal ein Video zu gemacht. Ich habe mehr oder weniger das gleiche Setup wie er. Wann kommt Mazda Turbo Kit? Kommt Geld, kommt Turbo. Mehr sage ich dazu nicht. Mazda Sponsoring. Das war eine kleine Geschichte für die, die es nicht wussten. Oder für die, die mir auf Instagram nicht folgen. Ich habe ein Bild gepostet von meinem Mazda und mir. Und Mazda Deutschland hat dieser Beitrag gefallen. Daraufhin erstellte ich eine Story, wo ich die markiert habe und geschrieben habe, ich fühle mich geehrt. Und im nächsten Zug habe ich dann eine Story gemacht, wo ich mein Projekt Mazda, sage ich jetzt einfach mal, da komme ich gleich nochmal drauf zu, fotografiert habe, wo wie der Motor daneben hängt und gefragt habe, Mazda, wann bekomme ich ein Turbo-Kit von euch? Ja, Mazda hat die Story, also hat einfach nur mit gefällt mir markiert, dass ich die in der Story erwähnt habe. Ich wollte doch einfach nur ein Sponsoring. Ist doch nicht zu viel verlangt, Mann. Also, keine Ahnung. Teilt dieses Video. Teilt alle meine Videos, die euch gefallen. Pusht mich hoch. Irgendwann, wenn ich bekannt bin, vielleicht sponsert mich Mazda dann ja auch. Mein Traumbike. Zurzeit ist es die Husqvarna SM701, weil ich die zurzeit einfach am geilsten finde. Ich habe einfach wieder Bock auf Supermoto. Weil ich vermisse es einfach so hoch zu sitzen und so, das ist, ja. Wo will ich mal fahren? Österreich. Unbedingt Österreich. Oder Schwarzwald. Auf jeden Fall irgendwo, wo es bergig ist und waldig und gute Straßen. Habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. So, kommen wir jetzt zu den Fragen, die ihr mir heute auf Insta gestellt habt. Und da muss ich ehrlich mal sagen, Leute, danke, ihr habt ausnahmsweise mal nicht komplette Scheiße gefragt. Es war jetzt nicht so viel, aber das war ja auch ziemlich spontan. Jonas fragt, was planst du nach Corona? Irgendwas Besonderes, was ich jetzt nicht drehen kann? Tatsächlich schon. Und zwar habe ich... Buzz. Und zwar habe ich richtig Bock, mal so ein Rideout-Video zu machen mit mehreren Leuten. Und wenn mein Auto fertig ist, dann auch gerne das Ganze mit Auto. Und ja, es geht jetzt halt gerade einfach nicht, weil, ja, Corona, ne? Da machst du nix. Traumauto. Zurzeit, Jonas, ich kann es dir nicht sagen. Ich denke, zurzeit ist es... Es kommt drauf an. Ich sage immer modernes oder altes Auto. Wenn ich sage altes Auto, dann auf jeden Fall ein NSX. Honda NSX von 1992. Wenn es modernes Auto sein soll, dann GTR R35. Wann ist der Mazda fertig? Alex. Da hast du mich tief ins Herz getroffen. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht in einem Monat. Ich hoffe in einem Monat. Kommt drauf an, wie schnell wir jetzt sind. Ich möchte Florian aber auch nicht zu sehr damit abfucken, weil der hat auch zu tun. Und ich fuck ihn, glaube ich, schon genug damit ab. Ja, aber wenn alles gut läuft, denke ich, sollte das in einem Monat machbar sein. Warum steht da jetzt ein Kfz? Hast du deinen Führerschein beim ersten Mal bestanden? Ich habe tatsächlich bis auf die Theorieprüfung von A1 damals noch alles beim ersten Versuch bestanden. Ich habe also nur einmal eine Theorieprüfung verkackt. Passiert.
Kommt dein Mazda auch mal nach Rocket League? Walle, ich hoffe es doch. Wirklich? Wir schreiben den eine Mail, schicken ihm ein paar Bilder von meinem Auto und dann sagen wir, nennt das Ding JDM Legends oder sowas. Keine Ahnung. Schaffen wir schon. Warum fährst du dauernd ohne Handschuhe? Es geht dich gar nichts an. Was für Strecken fährst du am liebsten? Zurzeit die Standardstrecke, wo ich auch immer meine Kurven-Edits mache, die ist bei Bad Essen. Liegt aber vielleicht auch einfach daran, dass ich keine anderen Strecken zurzeit kenne. Ein Kollege wollte mich mal auf eine andere Strecke, wo er jetzt öfter fährt, mitnehmen. Aber das Wetter war jetzt scheiße und dass ich dieses Video aufnehme, war jetzt auch echt ziemlich spontan. Deswegen beantworte ich auch Fragen, weil dann habe ich wenigstens ein bisschen Content, wisst ihr. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ich habe keine Lieblingsfarbe. Ich habe wirklich keine Lieblingsfarbe. Vielleicht so ganz dunkles Blau, schon fast schwarz. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr mir so zahlreiche Fragen gestellt habt. Ich würde sagen, cruisen gleich erstmal ein bisschen. Folgt mir auf Instagram, by the way. Mein Name steht in der Beschreibung. So, Jungs und Mädels, wir werden jetzt noch ein bisschen fahren. Wir rattern wieder durch die Szene. Ja, das war schon wieder komplett. Wir machen gleich wieder. Was heißt wieder? Wir machen gleich ein kleines 0-100-Dings, einen kleinen 0-100-Test, weil sich das mal ein Kollege von mir gewünscht hat. Wir müssen erstmal die Reifen jetzt vom Dreck befreien. Jetzt mit so dreckigen Reifen habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Bock, das zu machen. Und außerdem hier, ich fahre mit Handschuhen. Hey. Da wird mir schon vorgehalten, dass ich ohne Handschuhe fahre. Einmal fürs Bild. Und dann nicht mal gewollt. Ich habe aus Versehen die Handschuhe vergessen, Mann. Junge. Hallo, Leute. Ich glaube, das wird gleich nichts mehr mit dem 0 auf 100. Ah, jetzt. Let's go. Wir fahren jetzt erstmal ein Stück. So, wir stehen. 1, 2, 3. Da irgendwas zu sagen, Alter? Die will rechts rein? Nö, Digga. Ich scher nirgendwo ein. Heute direkt? Nee. Den lasse ich nicht durch. Den habe ich doch eben überholt. Ja, Mann. Aber du fährst erstlich einen Opel und ich habe 110 Pferde. Nein, ich habe nur 48. Aber ist auch egal. Reicht, um dich wegzumachen. Es geht. Also Leute, es war vielleicht jetzt ein etwas kürzeres Video. Nächstes Mal gibt es auf jeden Fall wieder irgendwas Spannenderes. Vielleicht gibt es nämlich sogar das Video mit dem Honda Civic Type R von Florian. Weil das wollten wir jetzt demnächst auf jeden Fall irgendwann aufnehmen. Ich kann es euch aber noch nicht sagen, ob es jetzt direkt nächstes Mal kommen wird oder nicht. Vielleicht kommt auch erstmal wieder ein Motorradvideo. Ich kann es euch noch nicht genau sagen. Aber ihr werdet sehen. Seid auf jeden Fall gespannt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall, auch wenn es jetzt nur ein kleines, vielleicht unnötiges FAQ war. Aber ich dachte mir, komm, ein Tag. Ist mal gutes Wetter, kannst du spontan ein Video aufnehmen. Deshalb, wenn es euch gefallen hat, lasst
auf jeden Fall einen stabilen, also wirklich einen richtig stabilen Daumen nach oben da. Wenn ihr das nämlich nicht macht, dann wird euch heute Nacht eine Mücke in den Oberschenkel beißen. Und das wollen wir ja alle nicht. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Und mit diesen Worten würde ich mich verabschieden. Haut rein und bis zum nächsten Video. Das guckt mich riesig an!